Willkommen zurück bei Baphomets Fluch. In Nikos Apartment. Es scheint Abend geworden zu sein. Der gute George ist in Irland, glaube ich. Irland? Irland war das, glaube ich, wo er hängen geblieben. Oder Schottland? Ich weiß nicht mehr. Irgendwo da oben auf der Insel. Gute Nacht, Schnegge. Danke fürs Vorbeikommen und fürs Dabeisein mit dem Raid von Serum. Und ja, sind immer noch auf der Suche nach dem Schatz der Tempelritter. Zumindest behaupten wir, dass es der Schatz der Tempelritter ist. Also, wir wissen es nicht genau. Aber Nico hat eine Nachricht auf dem Anruf beantwortet. Das ist eine Seltenheit, dass das mal passiert. Jemand hat mir auf den Anrufbeantworter gesprochen. Sie haben drei neue Drei sogar. Hey, Cola, ich bin's, dein Lieblingsredakteur. Rate mal, warum ich anrufe. Ich geb dir noch eine Chance. Ich brauche jemanden, der die Fernsehspalte schreibt. Wird mies bezahlt, aber das kennst du ja. Wenn du Interesse hast, schau mal hier im Büro rein. Oder schau besser auf jeden Fall mal rein. Wir müssen uns mal unterhalten, Nico. Diese Story von dir, die ich abgeblockt habe, die ist noch nicht vom Tisch. Du hast dir da draußen ein paar gefährliche Feinde gemacht. Hallo Nico, ich bin's, dein alter oder eher dein neuer Kumpel George. Boah, Irland ist wirklich ein abgefahrenes Land. Und ich habe auch tolle Neuigkeiten für dich. Eine Riesen-Story, genauer gesagt. Oh, ich muss los. So ein Typ hier will mir unbedingt einen ausgeben. Also bis morgen, Nico. Slan, da staunst du was? Erst einen Tag hier und schon spreche ich Gälisch wie ein Eingeborener. Mademoiselle Collard, hier spricht die Melda Carchon. Ich wollte mich noch einmal für ihr Verständnis bedanken, als hätten Sie nicht Lust, zum Essen vorbeizukommen. Morgen? Ich habe Ihnen viel zu erzählen. Heute Abend kommt mich ein Monsieur Merlin besuchen. Oh nein. Er behauptet zu wissen, warum Pierre ermordet wurde. Er müsste gleich hier sein. Ich werde Ihnen dann erzählen, was er gesagt hat. Leben Sie wohl, meine Liebe. Bis morgen. Merlin? Meine Güte, Merlin ist doch der Killer. Ich muss sofort hinfahren und Sie warnen. Wenn es für Doppelzüngigkeit Orden gäbe, würde Imelda vom Gewicht der Dinger vornüber kippen. Und ich schulde ihr nichts. Aber ich kann sie doch nicht einfach sterben lassen. Oh, das ist gefährlich. Da kann einem aber ganz schnell ein Mord angehängt werden. Bei meinem Eintreffen ist der Hof des Palais Royal verlassen. Ich kann nur hoffen, dass ich den Mörder hier erwische. Ich muss Imelda warnen, bevor es zu spät ist. Oh nein, das ist echt kritisch, weil sie sich jetzt gerade super in Gefahr begibt. Also egal, wen sie jetzt gerade eben, außer George, besucht hätte, hätte es eine Falle sein können. Und ich glaube, das hier ist gerade die größte Falle, die man hätte erwischen können. Denn der Malin ist nämlich der Killer, der ihren Ehemann umgebracht hat. Okay, die Tür ist schon mal zu. Ach ja. Zu einer Tür komme ich nicht durch. Ich sehe schon kommen. Selbst Klingeln bringt nichts. Die Sprechanlage ist außer Betrieb. Schlechtes Zeichen. Jemand hat den Draht gekappt. Ja, sehr gut. Ja, dann gibt es nur noch einen Weg. Wir gehen über dieses hässliche Kunstwerk rüber. Wir gucken natürlich direkt zu, wie sie ermordet wurde oder so. Fest. Möglicherweise, um Kritiker daran zu hindern, etwas mitgehen zu lassen. Wer sollte sowas sonst tun? Ja. Sitzt bombenfest. Ach so, sitzt bombenfest. Moment. Vielleicht kann ich das hier lösen oder so. Ach krass. Ich löse den ersten Draht. Okay, den zweiten auch gleich. Dann kippt das Ding um. Ich löse den zweiten Draht. Selbst als beide Drähte entfernt sind, bleibt die Statue stehen. Ja, dann geben wir ihr doch einen Schubs. Schubs. Und schon Wenn haben wir eine Leiter. Wenn ich das Ding auseinandernehmen kann, kann ich alles auseinandernehmen. Hoch geht's. Und ich glaube, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Hier brennt Licht. Das war das Arbeitszimmer von dem Pierre. Die Plastikfolie ist dick und stark. Mit bloßen Händen kann ich die nicht zerreißen. Mit bloßen Händen geht das nicht, sagt sie. Müssen wir wieder die Patrone nehmen, oder was? Tatsache.
Ja, super. Und jetzt sind auch noch ihre Fingerabdrücke am Tatort. Hast du aber toll gemacht, Nico. So, zurück in der Bude. Hier lag er. Der alte Mann. Der ehemalige Freund ihres Vaters. Also wir gucken erstmal dorthin, wo die Olle vorher gesessen hat. War ja klar, dass die nicht hier sitzen wird. Ah, das ist gar nicht gut, ne? Die hat sich gerade so dermaßen in die Scheiße geritten. Mein Gott, ich komme zu spät. Imelda! Oh nein. Nico? Keine Bange, das kommt schon in Ordnung. Du weißt, dass das nicht stimmt. Es war Merlin, nicht wahr? Gekleidet wie ein Edelmann. Wie absurd. Du bist gekommen, um mich zu warnen, nicht wahr? Ich muss verrückt sein. Lass dich ansehen, Nicole. Die ganze Zeit haben sie mich nur benutzt. Wer ist die wahre Imelda? Du bist ein außergewöhnliches Mädchen. Thierry wäre stolz auf dich. Sie kannten meinen Vater doch gar nicht. Du bist wie er. Vor allem die Augen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um einander kennenzulernen. Sie ist tot. Sie hat mich belogen, betrogen und benutzt. Aber warum? Das ist nämlich das riesengroße Ärgernis an der Sache, weil Imelda selber nämlich auch voll dick in dieser ganzen Geschichte hier drin steckt. Die hat nämlich ebenfalls so eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen. Und noch eine chiffrierte Botschaft. Also hat Plantard. Pierre. Genau, Pierre tot. Jetzt hier ihm so viel. Sie hat eine Nachricht. Moment, die hat die Nachricht geschrieben, obwohl er schon tot war. Obwohl er noch nicht tot war. Das Foto zeigt Cachon, wie er fröhlich in der Kamera... Nee, Cachon hieß der. Nicht Pierre. Pierre war wer anders. Cachon war der Typ. Also war ihr Ehemann hier. Selbst im Tode sieht Imelda unverändert aus. Schön, rätselhaft. Die Eiskönigin allein in ihrem Eispalast. Dieses Amulett sieht doch wieder sehr verdächtig aus. Ich öffne es. Es enthält einen kleinen goldenen Schlüssel. Oh nein, das ist der Schlüssel zu der Truhe in Nikos Wohnung. Ich nehme den Schlüssel. Ich muss gehen. Ich weiß, dass ich nie wiederkommen werde. Ja, und ich weiß, dass du hier ganz schön viele Fingerabdrücke im Tatort hinterlassen hast. So, dann ab zur Kiste. Denn jetzt haben wir den Schlüssel für die Schatulle ihres Vaters. Mit dem Elefanten drauf. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Cachons Kästchen. Es gab nie einen Gegenschlüssel dazu. Jetzt schon. Ich nehme den Schlüssel raus. Ich kann es kaum glauben. Imeldas Schlüssel öffnet die Schatulle meines Vaters. Ich fürchte mich vor dem, was ich darin finden werde. Es gibt noch eine dritte Person. Das Bild bestand aus drei Personen und nicht aus zwei. Ein Foto von Imelda. Aber warum hier? In der Schatulle meines Vaters. Ich habe das Gefühl, als ob mich ein schwarzes Loch verschluckt. Imelda und Cachon. Grinsend. Während hinter ihnen ein Dorf dem Erdboden gleichgemacht und die Bevölkerung abgeschlachtet wird. Und da? Gleich neben ihnen? Schaut mich wie durch eine Zeitmaschine mein eigener Vater an. Ein Brief. Ich fürchte, jetzt kommt der schlimmste Teil. Hotel Saint-Georges, Algier, Freitag. Mein geliebter Thierry,
Wenn du das liest, bist du schon längst in Sicherheit, weit weg von Afrika. Keine Angst, Pierre und die Organisation haben keine Ahnung, für wen du wirklich arbeitest. Und auch nicht von uns beiden. Hast du gedacht, ich würde dich verraten? Das könnte ich gar nicht. Du wolltest, dass ich ihn verlasse, aber ich war nicht so mutig wie du. Ich weiß zu viel über das, was hier passiert ist. Sie würden mich finden und uns beide töten. Genieße dein Leben in Paris, Thierry. Dein Leben voller Ehre und patriotischer Pflicht. Verleiht man Spionen eigentlich auch Orden? Wohl kaum. Du bekommst höchstens einen Tarnjob in irgendeiner Botschaft. Dieses Leben könnte ich nie mit dir teilen. Stell dir mich mal als Diplomatengattin vor. Darum muss ich hierbleiben bei Pierre. Wir beide sind zusammengeschweißt durch das, was wir diesem Land angetan haben. Au revoir, mein Geliebter. Du wirst für alle Zeiten in meinem Herzen sein. Imelda. Plötzlich ergab alles einen Sinn. Mein Vater hatte verdeckt für die Regierung gearbeitet. Er war also doch einer von den Guten. Er und Imelda müssen sich ineinander verliebt haben. Sie fand heraus, was er wirklich war. Also musste er fort. Es hat ihr das Herz gebrochen. Aber sie hat es nie jemandem erzählt. Ich könnte das auch nicht. Was immer er auch getan hat. Er hatte gute Gründe, es geheim zu halten. Ich habe mich entschlossen, das zu respektieren. Und niemandem etwas zu erzählen. Das ist George. Ich weiß es einfach. Einen Moment lang bin ich versucht, so zu tun, als sei ich nicht da. Oder ihn zu bitten, zu gehen und später wiederzukommen. Aber dann... Herein! Hallo, George. Wo bist du denn letzte Nacht gewesen? Bei McDavid's. Ich habe mit Doyle und einigen anderen Burschen etwas getrunken. Deswegen siehst du so krank aus. Hast du auch noch eine Mütze Schlaf abbekommen? Nicht viel. Ich musste das Zimmer mit einem anderen Burschen teilen. Hat er geschnarcht? Kaum. Er war tot. Und du sagst, Pegram ist verschwunden? Ohne jede Spur. Aber mein Besuch hat sich dennoch gelohnt. Pegrams Edelstein. Der Edelstein der Templer. Wer auch immer Jacques Marquet ist, auf ihn wartet eine Enttäuschung. Jacques Marquet? Er hätte den Edelstein von Fitzgerald abholen sollen. Was hast du für Pläne? Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Maufusson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Tja. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Genau. Was wir nämlich jetzt haben, ist... Da ist ein Typ hier mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Und wir haben das Dreibein, wir haben auch den Edelstein. Wobei, das Dreibein haben wir nicht so wirklich. Wir haben das steht in einem Museum. Und die anderen Dinger... Schau mal. Ja, das kennen wir. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Jetzt müssen wir uns wieder alles hier angucken. Aber das... Das mit dem Spiegel und das, das ist... Naja. Ich möchte herausfinden, wer, was oder wo Maufusson war. Alles, wonach ich mich richten kann, ist der Name und das Bild eines erhängten Mannes. Das ist sehr weird. Aber gut. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumsitzen, so gern ich das wollte. Okay. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Und warum schaust du nicht mal bei Rousseau vorbei, ob er was gehört hat? Okay, kann ich sonst noch was für dich tun, wenn ich schon mal unterwegs bin? Einkaufen, einen Trip in den Waschsalon. Pass auf dich auf. Aufpassen ist schon mal sehr, sehr gut. Aber das hilft uns schon mal weiter. Wir sollten auf jeden Fall nochmal ins Museum gehen. Ich möchte so gern mit George über alles reden, was passiert war. Aber ich weiß, dass ich das nicht kann. Die Verbindung meines Vaters zu Afrika muss für alle Zeit ein Geheimnis bleiben. Nur die Regierung weiß, wie mutig er war. Und ich weiß es auch. Es zu enthüllen, würde nur seinem Andenken schaden. Die Leute würden die Geschichte einfach verdrehen. Ganz schnell stünde er als der Bösewicht da und Carchon als Held. Ich weiß, wie man sowas macht.
Ich bin schließlich Journalistin. Sehr freundlich. So, dann gehen wir erstmal ins Musée Grün. Und hoffen, dass jetzt endlich mal der Professor da ist, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Verzeihung. Oui, Monsieur. Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein, das gehörte John Dee. Das hatten wir auch schon alles. Wissen Sie etwa... Nein, Sir. Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Tempel... Ach, sag... Wie? Sie wissen nicht... Das sind Texte, die hatten wir alle schon. Aber, ja, vielleicht können wir ihm was über den Diamanten... Diesen Edelstein habe ich in einem mittelalterlichen Ort in Irland gefunden. Darunter kann ich mir nichts vorstellen, Monsieur. Wie haben Sie es geschafft, diesen Job zu bekommen? Oh, ich hatte die richtigen Qualifikationen. Militärisches Auftreten, quietschende Schuhe und einen irrationalen Hass auf Kinder. Yay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Nee, gut, okay. Hier stehen wir genau an der gleichen Stelle wie sonst auch. Das heißt, wir gehen nochmal zur Polizei. Ich glaube, der Typ ist weg. Wo ist er denn hin? Vielleicht sagt er mir das. Rousseau ist nämlich der Inspekteur. Sergeant Mouet? Ja. Ist Le Inspekteur, der hier rumschleicht normalerweise. Ich möchte einen Überfall melden. Ja, Monsieur? Wo ist das Opfer? Ich selbst bin das Opfer. Ich wurde von ein paar Ganoven überfallen. Ah, ich verstehe. Und wo fand dieser angebliche Überfall statt? Vor dem Hotel Ubu. Sie haben mir aufgelauert, als ich das Hotel verließ und meine gesamten Taschen durchstöbert. Können Sie die Täter beschreiben, Monsieur? Der eine sah aus wie ein Gorilla, der andere wie ein Wiesel. Sie heißen Flapp und Guido. Bon. Diesmal schnappe ich sie mir. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Haben Sie schon mal von einem Mann namens Marquet gehört? Ja. Früher war er bekannt als der Maulwurf von Montmartre. Ich habe gehört, man hat ihn ins Hospital geschafft. Wahrscheinlich war das einer seiner Rivalen. Maulwurf von Montmartre. Montmartre, das ist doch dieses Künstlerviertel in Paris, ne? In welches Hospital hat man Marquet eingeliefert? In die Aggenmeyer-Klinik in der Avenue des Arisons. Warum hatte Marquet den Spitznamen Maulwurf vom Montmartre? Wahrscheinlich, weil er in Montmartre wohnte, vermute ich. Ja klar, aber warum Maulwurf? Keine Ahnung. Weil er seine Nachbarn den Rasen ruiniert hat? Natürlich. Kennen Sie jemanden namens Khan? So einen merkwürdig aussehenden Kerl mit einer Narbe auf der linken Wange? Nein, Monsieur. Er nennt sich auch Thomas Morlin. Ich bedauere, Monsieur Stoppard. Ich kenne ihn nicht. Besteht irgendeine Verbindung zwischen diesem Mann und dem Bombenanschlag auf das Café? Ja, ich glaube, er hat den Namen Khan benutzt, als er das Clownskostüm ausgeliehen hat. Ja, gut. Bis bald, Sergeant. Aber das mit dem, Hospital? Ja, wunderbar, da ist es doch. Montmartre müsste hier oben eigentlich sein. Also das hier ist Sacré-Cœur. Das große Ding und Montmartre ist eigentlich direkt daneben. Wenn man vom Sacré-Cœur steht, dann einfach links die Straße runter. Na, guck mal einer an. Ein Krankenwagen hätte ich ja niemals erwartet hier in der Gegend. Ich fühle mich irgendwie schuldig, als ich versuche, die Tür zu öffnen. So, als wollte ich ein Grab ausrauben. Ich greife mit zitternder Hand nach der Klinke und ziehe. Die Tür ist verschlossen. Oh. Aber ein Versuch war es wert. Versuchen kann man immer. Gehen wir mal rein. Doofes, ich kann mich an keinen einzigen Namen mehr erinnern. Hi, ich heiße George Stobbart. Wirklich? Wenn Sie einen Termin machen wollen, gehen Sie zum Empfang. Ich suche jemanden, der Jacques Marquet heißt. In welcher Abteilung arbeitet er? Überhaupt nicht, er ist hier als Patient. Ach so, ja. Sie wissen, dass hier strikte Regeln in puncto Besuchszeiten herrschen, nicht wahr?
Nein, wusste ich bis jetzt noch nicht. Es ist wichtig. Ich muss dringend mit Marquis reden. Wir machen absolut keine Ausnahmen. Aber es geht um Leben und Tod. Das gut geölte Funktionieren dieses Krankenhauses ist die wirkliche Sache um Leben und Tod. Und darum haben wir Regeln. Findest du oder nur einen Coffeeshop? Ich sollte Sie vielleicht warnen, dass Marquis nicht das ist, für was Sie ihn halten. Das müssen Sie schon etwas näher erklären. Er hat sich mit ein paar Leuten verbündet, die die Herrschaft der Erde übernehmen wollen. Quatsch. Doch. Davon einmal abgesehen, haben Marquis Auftraggeber im Voraus gezahlt. Und das für eines unserer exklusivsten Privatzimmer. Könnten Sie mir verraten, wer die Chefs von Marquis sind? Natürlich nicht. Wäre doch zu einfach. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den kenne ich nicht. Noch nicht. Er kommt hier gleich noch vorbei. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dann reden wir doch mal mit der guten Empfangsdame. Oui, Monsieur? Ist das die Hagenmeier-Klinik? Stimmt, haargenau. Ich dachte, ich wäre in einem Gartencenter. Oh, die Pflanzen. Die waren meine Idee. Ein bisschen Grün, um einen Hauch Natur hereinzubringen. Ein bisschen? Womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Jacques Marquet besuchen. Ah, ja. Sind Sie mit unserem Patienten verwandt, Monsieur? Ja. Hier, ich bin sein seit langem verschollener Bruder. Ein Bruder, der nur halb so alt ist, einen anderen Namen und einen amerikanischen Akzent hat? Yeah, darüber wundern sich die Leute immer. Daran ist aber, denke ich, unsere Mutter schuld. Wir wurden in frühester Kindheit voneinander getrennt. Es war tragisch. Eine Verwechslung im Kindergarten des Einkaufszentrums von Oakland. So etwas Lächerliches habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das war's wohl nicht. Es wäre witzig gewesen, wenn die jetzt gesagt hat, wow, beeindruckende Geschichte. Ja, der sitzt in diesem Zimmer. Also kann ich Marquis sehen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingeht. Mit dieser Einstellung kommen Sie ganz sicher nicht sehr weit. Meine Anweisungen waren deutlich und klar. Niemand besucht Marquis. Und solange Sie nicht beweisen können, dass Sie ein Verwandter oder sehr nahestehender Freund sind, verschwenden Sie hier Ihre Zeit. Was meinen Sie zu diesem Edelstein? Ich würde Ihnen raten, nicht so damit herumzufuchteln. Aber das klingt auch eigentlich ganz nett, oder nicht? Also, kommst du ins Krankenhaus, stehst dann davor, guck mal hier, pling, pling. Ist Marquis von einem Mann in einem Clown-Kostüm besucht worden? Ganz sicher nicht. Sie haben keinen verkleideten Mann gesehen? Naja, doch, da ist Theodor, der Bär. Der kommt jeden Donnerstag, um die Kinder zu unterhalten. Ich persönlich glaube ja, dass er sie mit seinem zerzausten alten Bärenkostüm eher halb zu Tode erschreckt. Wenn ich bewegungslos auf dem Rücken liegen müsste, mit Schläuchen aus sämtlichen Öffnungen, dann wäre er bestimmt der Letzte, den ich sehen möchte. Das glaube ich ihr. Hatte Marquis Besuch von ein paar Gangstern? Das will ich doch nicht hoffen. Können Sie sie beschreiben? Ein dünner Typ, der wie ein Wiesel aussieht, und sein Freund, der Gorilla. Hört sich an, als wären sie aus dem Zoo ausgebrochen. Ja, sind sie auch, mehr oder weniger. Haben Sie diesen Mann hier in der Klinik gesehen? Nein, Monsieur, und ich vergesse nie ein Gesicht. Na, ja, das ist zumindest schon was Gutes. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier einfach so weiterkommen. Moment, kann ich hier einfach so durchgehen? Ach so? Oh, oder auch nicht. Ich dachte so, na, das war jetzt irgendwie ein bisschen einfach. Was könnten wir tun, damit wir da reingelassen werden? Wir könnten selber eine zimmern. Das wohl so einfach funktioniert? Ich glaube nicht. Wir könnten versuchen, die Tür aufzustemmen, aber das scheint auch nicht das Rätsels Lösung zu sein. Vielleicht können wir dem Doktor einfach mal die Hand geben. Entschuldigung, aber
Würden Sie mir die Ehre erweisen, Ihre Hand schütteln zu dürfen? Würde ich nicht. Ich ermutige keine körperlichen Kontakte unter meinen Angestellten. Ah. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Satz mit X. War wohl nix, aber... Dadurch, dass wir hier nicht rauskommen, müssen wir hier noch irgendwas übersehen. Von der Besatzung des Krankenwagens ist keine Spur zu sehen. Wir müssen scheinbar schon alles haben, um hier weiterzukommen. Wir müssen nur noch herausfinden, was es ist. Verzeihung. Was für Ausreden? Ist echt, ne? Haben Sie schon mal was vom Club Alamut gehört? Nein. Hört sich sehr romantisch an, nicht? Ja, haben Sie Bock mitzukommen? Guck mal, ich habe eine Clownsnase. Woran erinnert Sie diese falsche Nase? Das ist eine Clownsnase. Schauen Sie sich diesen Ausweis an. Sie sind also Morlin. Marquis hat schon nach Ihnen gefragt. Oh. Nach mir? Ja, er hat Ihren Namen gerufen, als Sie ihn eingeliefert haben. Oh. Na, dann schauen wir doch mal. Na, aber das ist ja... Er war auf Station B12, wenn ich mich recht erinnere. Oh, er Lucky. Wurde verlegt nach... Ach du meine Güte, er ist auf Station J2. Das ist... die Station von Schwester Grendel. Das klingt ja ekelhaft. Was ist so schlimm an Schwester Grendel? Sie leitet die Station wie ein südamerikanisches Gefängnis. In einer Station für Disziplin zu sorgen, ist doch kein Verbrechen, oder? Disziplin? Wenn es um Gehorsam und Strafe geht, steckt sie den Marquis de Sade locker in die Tasche. Alles, und damit meine ich wirklich absolut alles, läuft nach einer strikten Routine ab. 6 Uhr wecken, 6 Uhr 10 auf die Toilette und wehe dem, der keine Ergebnisse vorzeigen kann. Ihre Patienten sind wie pavlovsche Hunde. Sie hört sich wie ein echter Albtraum an. Das ist noch untertrieben. Ich habe jetzt richtig Bock, die kennenzulernen. Die ist wahrscheinlich super lieb. Wenn Schwester Grendel so bösartig ist, warum wird sie dann von den Verantwortlichen geduldet? Sie gehört quasi zum Inventar. Langsam ging mir ein Licht auf. Diese Dame war eifersüchtig und das nicht zu knapp. Wie finde ich die Station von Schwester Grendel? Den linken Korridor runter an der Toilette für Verwaltungsbeamte im höheren Dienst rechts. Und nochmals rechts ab beim Kaffeezimmer des Verwaltungsrates. Hinter der Krankenhausleitungssauna links halten und am Ende nochmal links, das ist J2 und viel Glück. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Ma'am. Gern geschehen. Gibt es hier solche komischen Elektro-Trolleys, wo man sich draufsetzen kann und dann durchfährt? Als ich mich umdrehe, sehe ich die Quelle des grausigen Geräuschs, das durch die Korridore hallt. Es ist eine Industriebohnermaschine, hinter der ein merkwürdig aussehender Typ herzockelt. Er ist ein Patient, der macht hier sauber. Oh Mann, ey. Hallo. Was ist? Ich Oha. Sagte hallo. Oh, hi. Kann ich mal eine Sekunde mit Ihnen reden? Ich dachte, das hätten Sie gerade gesagt. Hä? Nun schauen Sie doch nicht so betröppelt. Egal, wie schlimm die Dinge aussehen mögen, ich lass mich vom Leben nie umhauen. Oh yeah, und was ist der Trick dabei? Och, das ist ganz einfach. Sie müssen nur ganz einfach lächeln und dieses kleine Liedchen pfeifen. Wenn Sie anfangen zu pfeifen, stopfe ich Ihnen Ihre Zähne in die Nase. Abgemacht. Alter, dieser Typ, ne, der wirkt ja auch nicht mehr so ganz frisch im Kopf. Haben Sie irgendwelche merkwürdigen Figuren in den Fluren herumlungern sehen? Nein, Sir, hab ich nicht. Aber ich brauche auch vor nichts Angst zu haben. Was war das, Mr. Shiny? Du besorgst es den Kerlen schon? Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn man einen Freund wie ihn hat, braucht man sich vor seinen Unterdrückern nicht zu fürchten. What the hell? Das muss sehr beruhigend sein. Das ist er. Oh ja.
Was stimmt mit den Leuten hier nicht? Ach ja, stimmt, wir sind in Paris. Ganz vergessen. Ist Mr. Shiny zufälligerweise Ihre Bonamaschine? Bitte, nennen Sie ihn nicht so. Er ist eher ein Freund als eine Maschine. Ich habe Mr. Shiny jetzt schon 3 Jahre und er hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Wie kommt es, dass Sie so ein enges Verhältnis zu einer Bonamaschine haben? Ich habe Sie doch gebeten, ihn nicht so zu nennen. Er hat einen Namen, wissen Sie? Oh yeah, Mr. Shiny. Es ist einfach so, dass... Sie finden das merkwürdig, nicht wahr? Mir macht das nichts aus. Die Kollegen hier meinen eh, ich sei verrückt. Ach, haben Sie gehört, wie Sie hinter meinem Rücken Witzchen reißen, wenn ich Mr. Shiny seinen wöchentlichen Ausgang gebe? Ach Quatsch, völlig normal. Wer gibt seiner Bonamaschine nicht einen Namen? Wissen Sie, wo ich einen Patienten finde, der Marquet heißt? Nein, ich darf mit Mr. Shiny nicht auf die Station. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Wer ist das? Das frage ich Sie doch gerade. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Woher soll ich das wissen? Sie haben mir ja nicht gesagt, wer das ist. Schauen Sie sich das Foto an. Yeah, okay. Also, haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein. Alter. Hör auf, so laut zu reden. Ich kann nicht richtig gucken. Bis später. Yeah, passen Sie auf sich auf. Henker. Was habe ich da gerade getan? Was habe ich da passiert? Der Stecker in der Steckdose versorgt die Bonamaschine mit Strom. Ja gut. Gehen wir durch die Tür? Ach, schade, ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Hey, Sie da! Da können Sie nicht rein. Wieso nicht? Ich bin für den Inhalt des Schranks verantwortlich. Aha. Aber das macht ja nichts. So, ich würde an dieser Stelle erstmal, weiß nicht, Pause einlegen oder aufhören.